Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, ich hoffe es leckt nicht. Es deutet so an, dass es leckt. Sorry dafür, aber das ist wahrscheinlich im Start immer so oder vor allem jetzt bei mir so. Aber ja, ich möchte jetzt eine Challenge beginnen mit dem Necro oder was. Und die ist, wir spielen die Kampagne durch, weil ich ein paar Sachen holen muss. Und dort oder wir können eigentlich weitermachen. Wie weit waren wir? Die zerbrochene Klinge. Das wird. Ja, wir fangen wieder von Anfang an. Also ist gut so. Und zwar beginnen wir auf Meister, wenn wir nicht. Wenn wir nicht weiterkommen, dann dürfen wir aber nicht zurückwechseln, bevor wir nicht gestorben sind. Und wir müssen wieder hochstehen, sobald es wieder einfacher wird. Also wir bleiben am Anfang auf Meister. Qua ist zu schwer, das ist garantiert zu schwer. Aber Profi habe ich gespielt, da habe ich Rifts gemacht auf Profi und die waren relativ leicht. Dann spielen wir auf Meister und eben wir weiter runden, wenn wir gestorben sind. Außerdem werde ich ein paar Runs machen bei Gegnern, die Crafting-Rezepte, also Legendary Crafting-Rezepte droppen. Und ja, dann werde ich noch mehrere Quests machen von den Begleitern und ja, mal schauen. Also, beginnen wir. Und zwischendurch werde ich auch mal den Barbaren ein bisschen spielen, Rifts machen mit ihm und so weiter. Also es wird nicht durchgehend die Kampagne gemacht. Und eventuell werde ich auch mal offline mit dem Hexendoktor ein bisschen Adventure Mode spielen. Ich glaube, ja, der Fortschritt wird ja nicht zurückgemacht und so. Also Meister, speichern und schließen, starten. So. Schauen wir mal, wie gut wir auf Meister klarkommen. Aber ich denke, es wird nicht so schwer sein. Schwer wird es eigentlich erst ab Ding. Ab Qual. Qual 2 oder 3 wird es langsam schwer. Ich hoffe einfach, dass die Gegner nicht allzu viel aushalten. Sonst wird es halt auch langweilig. Aber ja, für die erste Challenge ist es gut. Einfach auf hohem Schwierigkeitsgrad spielen. Wir können dann mal eine Hardcore-Challenge machen oder eine Challenge ohne gelbe und goldene, grüne Items. Eine Challenge mit Anfängerschwert und alles mögliche. Da dürft ihr gerne ein paar Vorschläge schreiben. Und es leckt wirklich ein bisschen Zeug dafür. Oh ja. Fraps wieder ein paar Probleme. Und 3 Millionen Leben. Oh Gott, das wird etwas. Das wird etwas, wenn die 3 Millionen Leben haben. So. Es kommen immer mehr. Und ich werde für die erste Challenge nicht eigentlich alles überspringen. Nur das Gequassel, das normale Gequassel. Zwischensequenzen werde ich zeigen. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Okay, jo. Und für die, die das noch nicht gesehen haben, ich habe nur einen einzelnen Zombiehund, weil ich hier den Ring habe. Der verschmilzt die vier Zombiehunde, also die drei Zombiehunde, ich habe vier zu einem und der hat mehr Schaden und mehr Leben dann. Und hier hätten wir bald noch ein Skelett. Muss noch das andere Set-Teil finden, das ist ein Zweier-Set. Hier habe ich einen neuen Hammer mit Arkanschaden und viel Leben pro getötetem Gegner. Und sonst, ich glaube die Hosen sind neu.
Nein, sind nicht, ne. Ich glaube, diese Schulterplatte. So. Da haben wir noch ein paar Sachen. Und ein neues Legendary, also ein neues altes Legendary, den habe ich nämlich schon. Ja. Ich will natürlich beide nehmen. Habe ich noch Platz? Einen habe ich noch Platz, da muss ich ein paar Gegenstände wegwerfen, zum Beispiel der da. Jo. So, hier kann man ja nicht durch. Hat er eigentlich irgendwas im Handel? Ich glaube, die haben nur noch Schrott im Handel. Ja, scheinbar. Und neue Sachen kann ich auch nicht herstellen. Mache ich mal alle. Hier habe ich zum Beispiel zwei Legendaries zum Craften. Ah ja, wenn ich dann zu Krümelchen kann, kann ich ja denn das letzte Teil holen. Das zweitletzte. Den Kaltewellstein habe ich immer noch nicht. Da habe ich nachgeschaut und das ist ein Bug, dass der nicht jedes Mal den droppt, den Kaltewellstein. Und sehr selten droppt. So, Lea. Seit 6 Tagen wird... Ha, da bekomme ich immer ein Level, aber jetzt nicht. Nur auf normal. Und am Anfang vom Game. Mit dem kann man auch noch reden. Aha, das ist PvP. Okay. Diese Hörner, der den Hexenmeister hat. Hexendoktor. So, das ist eine von diesen Müttern in den Ruinen die Straße. Ja, ja. Oh, was für ein trostloser Anblick. Gut, und hier sind die Gegner schon wieder ein wenig weniger zäh. Mit 2,7 Millionen. Ah ja, ich habe eine sehr niedrigere Fetischarmee Cooldown, weil ich den jetzt genommen habe, die Rune. Von Abziehenkleid um 30% und dann habe ich noch eine passive. Pro getöteten Gegner werden, glaube ich, 1% abgezogen. Oder eine Sekunde, weiß ich jetzt nicht genau. So, der ist tot. Gut. Hier ist manchmal Warif, aber der ist nicht hier. Momentan. Schade, dass Warif gestorben ist. Der ist ja im Diablo 2 der Karawanenwächter. Und der war mir sehr sympathisch. Aber diesmal ist er tot. Also jetzt ist er tot. Das hätten sie anders lösen sollen. Wenn ich daran denke, dass ich früher Angst vor Adria hatte. Sie wird mich bald mit nach Caldeum nehmen. Caldeum! Ich hätte nie gedacht, dass ich es mit eigenen Augen sehen würde. Ich bedauere, dass ich Ogden und seine Frau verlassen muss. Doch Adria versichert mir, dass sie ein Heilmittel für meine Altruhe finden wird. Ja, sicher. Ein Heilmittel, wahrscheinlich der Tod. So, also so schwer ist es jetzt auch nicht. Sie haben nur sind sie zäh. Und die Bosse, also die Champions und Elite-Gegner sind ein bisschen stark. Ja, stark kann man nicht sagen. So, aber es legt ja jetzt nicht mehr. Ist gut. Es läuft flüssig, aber nicht wahrscheinlich nicht volle Geschwindigkeit. Außer Freps vergaukelt mich irgendwas.
Aber manchmal ist das auch wegen dem Server oder sonst irgendwas. Und Diablo 3 braucht ja eigentlich ja nicht viel Grafikleistung, wenn ich zum Beispiel Skyrim auf volle Grafikleistung spielen kann mit Grafikmods und alles mögliche, müsste eigentlich Diablo 3 so etwas von schnell gehen, dass wahrscheinlich das Battle.net meinte ich cheatet. Ich hätte einen Speedhack. Ja, 4 Grafikkarten in einem ist schon geil. Ein echter Volltreffer. Und macht schon einen riesen Sprung. Also meine 260er GeForce GTX wären wahrscheinlich so gut wie 790er GTX zusammen. Wie eine 790er GTX. Aber einfach nicht so viele Transistoren wahrscheinlich und so. Aber ich komme nicht raus, also sorry, wenn ich lüge oder so, aber es kommt mir so vor, als also wenn ich die Vergleiche von GameStar und PC Games anschaue, dann habe ich viel mehr Boost als eine einzelne GeForce GTX 790, also sogar eine Titan. Aber vielleicht macht die Internetleistung und andere Sachen auch noch viel aus. Also zum Beispiel habe ich einen sehr guten Prozessor, sehr gute RAM und andere Sachen noch. Die Lüfte. Ich habe meine Grafikkarte hat immer 60 Grad. Mehr nicht. Meine Lüfte sind so extrem gut, aber leider auch laut. Aber das ist normal, die besseren Lüfte sind immer die lauteren. Weil natürlich sie auch mehr Strom und so brauchen. Aber die Stromkosten sind gar nicht mal so teuer. Da hatte ich vor 10 Jahren höhere Stromkosten als jetzt. Ich habe nicht genug Mana. Mit dem alten PC. Mehr Leben. Wie viel hat er jetzt? 61 Millionen Leben. 61 Millionen Leben. Okay. Man könnte noch so eine Challenge machen. Ich werde am Anfang des Spiels eine Fähigkeit würfeln und wir werden dann das Spiel durchspielen mit also allen 6 Fähigkeiten auswürfeln und dann spielen mit ihnen. Ob das überhaupt geht, keine Ahnung. Und solange sie natürlich nicht freigeschaltet werden, andere. Oder ihr könnt zum Beispiel wählen, mit welchen Fähigkeiten ich soll das Spiel durchspielen und so. Ich liebe solche Challenges und werde sie natürlich weiter so machen. Und manche Challenges muss ich dann halt abbrechen oder so, aber ich werde sie natürlich erst abbrechen, wenn es wirklich nicht mehr weitergeht. Ich brauche Mana. Und es gibt dann immer eine Zwischenoption. Die können dir danach wählen. Und ja. Mal schauen, wie weit es geht, wie lange ich Lust habe überhaupt auf Diablo 3 und ob ich Lust habe, nicht Challenges bei anderen Games öfters zu bringen oder sonst irgendwas. Das muss ich dann schauen. Und vielleicht bringe ich die Challenges dann auch nur ab und zu in den Livestreams oder so. Aber ja, Videos sind natürlich besser. Ich habe nicht genug Mana. Na, ich brauche unbedingt jetzt eine noch bessere Grafikkarte, weil die GeForce 260 kann kein Shadowplay haben. Shadowplay ist dann mein Aufnahmeprogramm für den Livestream und vielleicht auch für zum Video aufnehmen. Und dafür brauche ich eine 500er und besser. Also nicht so alt, also 260er gehen nicht, ab 500er und neuer. Besser sind die nicht unbedingt, aber meistens sind schon besser.
Und wir haben ein Level Up jetzt. Ein Paragon Level Up. Auf 27, ja. Jetzt haben wir schon 96 Levels zusammen gezählt. Sehr schön. Bald haben wir 99 Level, das habe ich noch nie erreicht in Diablo 2. Das könnten wir auch mal als Challenge machen, aber dann mit Kollegen. Also wenn ihr Bock habt, ich suche 8 Kollegen oder mehr. Wenn mal jemand keine Zeit hat, darf der dann rein. Und wer Lust hat, Diablo 2 nochmals durchzuspielen im Ladder-Modus, der darf sich melden. Kann er unter dieses Video dann schreiben, wer mitmachen will. Aber der muss danach mitmachen. Also nicht dann einfach plötzlich mit im Game aufhören. Und auch Zeit haben, bitte. Also wer Lust hat, ich bin gut, ich kann euch unterstützen. Und ich suche einfach Kollegen, die mitmachen. Es ist egal, ob ihr schlecht spielt oder ja, lieber irgendwas anderes spielt. Ich will einfach Leute haben, die Zeit haben, wenn ich aufnehme, dass ihr auch mitkommt und kommen könnt und aufnehmen, also ja, mit teilnehmen könnt. Alt-Tristram. Diablos Übel besteht hier fort. Das Dorf hat sich dem Bösen ergeben. Und kann ich die immer wieder beschwören, das ist sehr gut. Nett, 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 nett. Nett, nett, nett. Die Bären, habt ihr die gesehen? Die sind rausgekommen und wieder reingegangen, weil sie irgendwo stecken geblieben sind. Ach, diese Plagegeister nerven. Der Wirbelwind. Ich habe die Gerüchte gehört, habe sie aber als das Gewäsch gelangweilter Weiber abgetan. Bis ich heute gesehen habe, wie sie Menschen durch die Straßen schleifen. Unsere eigenen Bürger. Ist denn die Welt verrückt geworden? Jetzt muss ich nicht vergessen, hinter dem Video noch eine Challenge hinzuzufügen. Und dann steht unten in den Videokommentar, in den Videobeschreibung, steht dann, was diese Challenge ist. Und was für schlechte, also negative Sachen drin sind in der Challenge. Wie zum Beispiel jetzt hier, man muss auf Meister spielen und wenn ich nicht kann, auf Profi und dann auf Schwer. Aber bisher ist es sehr leicht. Es geht leider nur lang, aber ich hoffe, das ist für euch nicht zu langweilig. Und ich werde diese Challenge so lange machen, bis sie entweder fertig ist oder ich sie abbrechen muss wegen irgendwas. Und sie kommt eben zwischendurch manchmal. Es kommen manchmal auch Videos von Barbaren oder von anderen Charakterklassen. Und wenn sie gut ankommt, so kommt sie auch mehr. Das ist bei allen Videos so. Wenn sie gut ankommen, kommen mehr davon. Und kommen mehr auf einmal. Oder sonst irgendwas, werden sie also in der Prioritätenliste hochgestellt oder sonst irgendwas. Ich habe nicht genug Mana. Ja. Und ich will jetzt eigentlich die Musik noch ein bisschen lauter machen. Oder ist die einfach so leise hier? Oh, hier ist zugeschüttet, schade. So, schauen wir mal, ob wir etwas Neues, Besseres haben. Ja, die Helme sind natürlich immer besser, ich glaube, die haben kein MF. 7437 Leben pro getöteten Gegner. Okay, schade, nix. Wie viel Leben haben wir? 323.000. Ja, ist ein bisschen viel. Ja. Aber ich halte trotzdem noch nicht ganz so viel aus. Muss ich dann noch schauen, ob ich ein bisschen defensiver weg kann. Oh, ich verrecke fast vor
Müdigkeit vom Training und so. Danke für eure Untersuchung. Komm. So. Händler, du bekommst hier den Schrott. Was ist das? Wieso ist der hier unten? Ah, wegen Zombie-Angreifer. Das ist doch der, ja. Naja, ist halt nur 8%. Weg damit. So. Hoffentlich gibt es noch ein Set-Item für diesen Zombie-Angreifer. Oder ein Gift-Set. Aber wäre schon besser. Den kann ich verkaufen. Den verkaufe ich. Und der auch. Was sind denn das für Schrott-Items hier? Kann ich doch mal Platz machen. Die brauche ich doch nicht mehr. Ja, ja. So, noch kurz sortieren. Gut, verkaufen. Und dann geht's weiter. Können wir jetzt eigentlich schon durch? Nein, noch nicht. Alte Ruinen. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Kanntet ihr euren Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, der starb als Tristram. Sprachlautstärke. Dämonen in die Hände fiel. Der Hammer leuchtet extrem. Und der Kopf vom Ding auch. Höllenhund. Schaut, ein verborgener Keller. Oh, jetzt wird... Das wird jetzt ein bisschen schwerer wahrscheinlich. Hat ihre Geheimnisse hier versteckt. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Ich habe ihnen nie geglaubt. Nein, wird nicht mal schwer sein. Okay. In Inferno war es schwer. Im alten Schwierigkeitsgrad. So. Eine Truhe habe ich jetzt auch noch nie hier drinnen gesehen. So. Dann kommen die Zombies raus hier. Ja, schreibt doch bitte in die Kommentare, wie ihr es findet, wenn ich jetzt Challenges mache und dass ich die Story jetzt mal fertig mache, nicht nur angefangen lasse, und nennt mir ein paar neue Challenges, aber die werden nacheinander kommen. Ich will jetzt nicht alle Challenges auf einmal machen. Und ja. Ob ihr mehr Barbar sehen wollt und von dem eine Challenge noch haben wollt, oder ob ihr mehr Hexendoktor sehen wollt und diese Challenge mehr sehen wollt. Ja, also ich werde immer aktiv, interaktiv bleiben. Ihr dürft natürlich immer etwas wünschen, hätte eine Änderung vorschlagen, etwas Negatives sagen, das ich besser machen soll oder sonst irgendwas. Also... Ich bin frei und ich nehme alles an. Ich nehme alles an, jede Post, der irgendwas Sinnvolles hat, der hat für mich eine Bedeutung. Aber ob ich natürlich jedem gehorche, wenn er irgendwie schreibt, du bist ein Fuck-Scheiß-Let's-Play oder so, dann kann ich das für ihn ja ein bisschen akzeptieren. Aber ja, wie soll ich dann besser werden, wenn ich ja nicht weiß, was es ihm stört oder so. Und dafür bin ich dankbar, wenn sie... Natürlich, wenn sie negative Kommentare hätten, auch sinnvoll etwas sagen. Weil für mich ist Kritik, die keine Kritik im wörtlichen Sinne ist, auch keine Kritik. Das ist dann nur etwas Geschimpfe, Gehate oder sonst irgendwas.
überrascht mich, dass sie noch steht. Und manche Kommentare haben danach einen Spamfilter, wenn sie zu viele Schimpfwörter haben. Und wir haben nochmals ein Tagebuch des Abenteuers gefunden. Dieser Anblick gefällt mir noch nicht bereit. Und jemand schreibt mich per Facebook immer an, das höre ich vom Handy aus. Oh je. Ja, toll. Oh, ich bin nicht eingefroren. Aber ich sterbe bald. Brauche Heilung. Hahaha, ich habe nämlich ein Heiltrunk getrunken. Bin ich gestorben, ich scheiß. Also die Ketten, die sind immer noch zu OP. Da muss Blizzard unbedingt irgendwas nochmal ändern. Und sie so machen, dass die Gegner nicht immer um einen gehen. So viel, dass wir so viele Ketten abbekommen und so. Weil manchmal können wir auch nicht ausweichen. Und da wäre es das nett, wenn das noch ein bisschen gefixt wird. Weil der Gegner hat eigentlich nur mit den Ketten Schaden gemacht. In den normalen Attacken hat er mir nichts abziehen können. Ich habe so viel Leben, Widerstand durch die Intelligenz und durch die Passiven und so. Ich habe zum Beispiel 20% Rüstung noch durch Dschungelstärke. Nein, das ist nicht gar nicht mal Abwehr oder Verteidigung, das ist einfach eine Reduzierung. Und der Lord Velikas ist online gekommen. Hoffentlich kommt er jetzt nicht rein. Der darf nämlich nicht rein. Da muss ich ihn leider wieder kicken. Wir spielen alleine. Der weiß noch nicht, dass er fragen muss. Das ist so ein Engländer, Franzose, Spanier oder sonst irgendwas. Ob so wie es aussieht, kommt er nicht. Oder muss ich zuerst noch ins Spiel kommen? Ja, jetzt ist er im Spiel. Kommt er zu mir? Hoffentlich nicht. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel Freund von mir seid, also ihr im Battle.net als Freund habt, dann dürft ihr auch nicht einfach reinkommen, bitte. Einfach fragen, ob ihr in mein Spiel reinkommen wollt und dann kommt bitte. Aber davor nicht. Ah, kommt nicht rein, okay, ist gut. Er ist jetzt ein paar Mal wieder in mein Spiel gekommen und hat mit mir Rifts gemacht, obwohl ich nicht wollte. Und er hört ihn ja auch nicht zu, also entweder versteht es nicht oder ignoriert den Chat. Das ist nicht so gut. Und bei solchen Kollegen werde ich auch nicht zögern, sie aus dem Friendsliste zu denken. Das ist nicht, weil ich sie nicht mag, sondern einfach, damit ich ein bisschen geschützt bin. Oh, sind das viele Zombies. Und ein Fettsack war auch noch hier. Den haben wir irgendwie gar nicht gut gesehen. Ich brauche mehr Mana. Und ich werde nicht durchrushen. Ich werde alles in den Gebieten zeigen. Ein Durchrush-Challenge, also wenn ihr gerne irgendwann eine Challenge hättet, wo ich durchrushen soll, dann soll es so sein. Aber die schweren Challenges werde ich auch genießen. Also könnt ihr schreiben, zum Beispiel die Challenge mit dem Schwert, Anfängerschwert soll ein Durchrush-Game sein. Dann tue ich dort durchrushen und nicht viele Gegner töten. Und so weiter. Und ich muss schauen, wie viele Challenges ich auf einmal mache, weil ich habe
ein sehr begrenztes Charaktermachtteil, das hat Blizzard so gewollt und schade darum. Da müsste ich schon fast ein anderes Game dafür nehmen. Ich würde ja gerne Ding machen, Diablo 3, weil das ja so schon recht gut ist, obwohl es hat viele Fehler hat und so. Und ich hoffe, die Stimme ist genug laut, weil bei mir ist es lauter natürlich. Und wir haben es doch noch geschafft. Ja, die Golems, die sind immer sehr zäh, da müssen wir schauen, dass wir es genug schnell schaffen. Weil nach dem zweiten Mal, wo der Golem fliehen will, also durch das Portal will, wird er es schaffen. Und der hat es fast geschafft noch. Aber ich hab ihn davon abgehalten. Sehr gut. Und sie sind ihm nun gegen alle Verlangsamung und Stun-Effekte. Hier hätten wir zum Beispiel noch eine gute mit Zombie-Angreifer um 12%. Was ist denn Elompionik für ein Ding? Ah, ja, stimmt. Habe ich auch schon, oder? Ja. 9.5. Ah, das ist von ihm. Das sind die von ihm. Nein, das sind die von mir. Oder habe ich die jetzt auch bekommen? Ah, nein. Die habe ich schon früher. Ich habe sie am 21.11.12 gehabt. Und er hat sie jetzt bekommen. Okay. Da steht nämlich immer, wann ich sie errungen habe und dort, wo er sie errungen hat. Okay, die habe ich zum Beispiel noch nicht errungen, aber er... Hä, das habe ich doch errungen. Das habe ich errungen. Dann hat er es nicht errungen, oder was? Ja, ist doch egal, komme ich ja sowieso nicht raus. Ich schaue nie auf die Erfolge. Und ich werde auch niemals alles schaffen, außer... Ich mache jetzt das Challenge, aber ich habe keinen Bock auf diese Challenge. Das wird ja ewig dauern, dann ist ja schon Diablo 4 draußen. Man könnte es mal bei World of Warcraft machen. Da geht es ungefähr 20 Jahre. Oder man ist so blöd und ist Ungarner und erledigt das innerhalb von 7 Jahren. Da hat er das erst kürzlich geschafft, alle Erfolge in World of Warcraft mit Mists of Pandaria und den anderen Addons zusammen zu machen. Wir könnten die Toten hier einsperren. Habt ihr gesehen, wie der so hin und her gewackelt ist, bevor ich zu nahe an ihn rangekommen bin? Und er gibt mir ein bisschen Gold, das überhaupt nicht erweitert wird wahrscheinlich. Oder doch. Aber die Drops hier, die sind immer so in hunderter Zahlen. So, in welche Richtung soll ich jetzt gehen? Noch ein bisschen runter. Und dann, wenn ihr es zu langweilig findet, wenn ich alles zeige, dann kann ich auch ein bisschen optional sein. Also muss ich nicht überall hingehen. Aber ich habe so richtig Bock hin. Auch wenn es gar nichts bringt. In den Aufnahmen kann ich das schon machen. Ja, vielleicht sollte ich noch ein bisschen schlafen. Also wir machen hier noch die Kathedrale Level 1 und 2. Ja, 2 nicht. Also zwar ein Zwischending. Und dann werde ich ein Päuschen machen. Okay, dann geht es oben weiter. Dann war hier Sackgasse. Ja. Gut. Hier unten waren wir, oder? Scheinbar schon. Habt ihr jemals Angst, wenn ihr kämpft? Angst ist ein Teil des Lebens. Wer lebt, der fürchtet sich auch.
Dann lebe ich nicht, weil ich nicht so viel Angst habe. Okay, da muss ich mal Horror-Games spielen. Horrorfilme schaue ich schon manchmal. Und da habe ich nie Angst. Mal schauen. Machen wir mal eine Challenge. Ich schaue einen Horrorfilm. Mit der Webcam, die ich dann kaufen werde. Und zeige euch den Film. Ja, den Film darf ich wahrscheinlich nicht zeigen. Aber ja, wird wahrscheinlich so eine kleine Zurück Ding machen. Also ich werde mit der Webcam aufnehmen und dann werde ich so die besten Momente zeigen. Und natürlich alle Momente zeigen, nicht die, wo ich nur Angst habe. Aber was für ein Horrorfilm? Da muss schon ein Erschreck-Horrorfilm sein, damit ich erschrecke oder Angst habe. Und vielleicht sollte ich einfach aus dem Fenster schauen und die grässlichen Mütter mit ihren fetten Ranzen anschauen, dann habe ich Angst. Aber pst. Die sind selber schuld, wenn man sie hasst. Und die haben garantiert keine Krankheit, wo sie dick machen lassen. So. Das nervt bei uns schon. Die ganze Zeit haben die ihre Kinder auf den Straßen. Überall kommen schnellfahrende Autos. Aber die lassen die Kinder auf den Straßen. Und, ja, fühlen sich nicht angesprochen, fühlen sie sich nicht in Gefahr. Und wenn so eine zweijährige kleine Tochter, die kann noch nicht auf die Autos aufpassen und die Autos passen nicht auf sie auf, da ist dann schon schlimm genug. Da will man doch keine Witze erzählen. Die habe ich auch. Muss noch ein paar machen. Okay. Von diesem geheimen Durchgang erfahren. Ja, du hast von nur erfahren. Und dann ist er gestorben. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Ja, über Cain sollte man auch keine Witze machen. Der ist plötzlich gestorben. Hey, ich hatte fast geweint. Ich kenne den schon seit Diablo 1 erschienen ist. Und dann plötzlich stirbt er. Ich habe mein Wort gehalten, das ich Lea gegeben habe. Ihren Onkel Cain gerettet. Ich habe ihn den Händen des finsteren Skelettkönigs entrissen, der noch immer den gefallenen Stern in seinen Händen hält. So. Okay, dann werden wir das nächste Mal weitermachen. Und deinem Freund hier. Ich brauche euer Wissen. Erzählt mir vom gefallenen Stern. Die Prophezeiung der Endzeit deutet es sicherlich als Zeichen, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verschlüsselt. Die Stimme ist natürlich ja nicht so gut wie im zweiten Teil. Vor allem, weil er fast immer die Wörter abwirkt am Schluss. Aber trotzdem recht gut. Also die Sprachqualität von den Kommentaren, von den Sprechen, den NPCs ist sehr gut. Aber eben nicht makellos. Hier habe ich ein bisschen sortiert. Hier habe ich die legendären Pläne. Hier oben die normalen. Die legendären Crafting-Materialien. Hier die normalen Crafting-Materialien. Hier die Gems. Hier die Farbstoffe. Hier unten, das gehört nicht hier rein. Hier unten die für den Ding. Das eigentlich auch nicht. Das könnten wir verkaufen. So, und hier die speziellen Items und hier die Pläne. Das kann ich so umtauschen.
Genau. Ah, das könnte ich eigentlich einsetzen, oder? Schauen wir gleich mal. Ja. Moment, ich will mal kurz was machen. Du nervst, genau. Du nervst. Ich werde dich jetzt wegschlüttern. So. Da fliegt er davon. So. Ja, es geht. Grießworts Perfektion. Hier. Nein, ich brauche eine Tsunami-Klinge. Wo bekomme ich eine Tsunami-Klinge her? Eine weiße Tsunami-Klinge. Das ist doch eine Tsunami-Klinge. Nein. Wie soll ich jetzt eine Tsunami-Klinge haben? Bräuchte ich eine weiße Waffe? Und dann umtauschen, modifizieren, also was? Nein, das geht dann auch nicht. Also wenn ihr wisst, wie ich diese Tsunami-Klinge herbekomme, dann dürft ihr die sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, den Tipp. Und ja, jetzt ist gut und wir machen das nächste Mal weiter. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis denn. Bye.